und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem YouTube-Kanal von I Like Games. Heute eine weitere Folge von Was ist in der Box? Und heute, ihr seht vielleicht schon, ich habe hier nur den Deckel in der Hand, Terraforming Mars. Warum das der Fall ist, warum ich nur den Deckel in der Hand habe, werdet ihr gleich sehen, wenn ich das Unboxing mache. Ich werde wieder ein kleines Unboxing dazu machen. Ich werde einmal euch das Spielmaterial zeigen, einen kurzen Aufbau machen. Eine kleine Regelerklärung, ich hoffe diesmal nicht ganz so lang wie im letzten Video, und dann wieder ein kleines Fazit, wie ich das Spiel finde, warum ich es so finde, wie ich es finde, Punktzahlen und so weiter. Also, viel Spaß! So, als allererstes möchte ich euch zeigen, dass die Box hier auch, ich will sie nicht zu sehr kippen, ihr werdet gleich sehen warum, auch nicht passt, so wie sie jetzt gerade passt. Das hat folgenden Grund. Ich habe da drin nämlich den Einsatz von Broken Token drin. Und das Problem an dem Einsatz ist, dass die nicht auf alle Erweiterungen ausgelegt ist und diese Box viel zu voll ist. Nichtsdestotrotz erleichtert dieser Einsatz einiges und das werde ich euch auch gleich zeigen. Das ist vielleicht auch ganz cool an diesem Video, dass ihr sehen könnt, okay, wie sieht dieser Einsatz aus? Ist der vielleicht auch was für mich? Sollte ich mir den vielleicht auch holen? So, als allererstes haben wir hier die ganzen Regelbücher, normales Regelbuch, Hellas und Elysium Regeln, Venus, nächste halt Venus, Preludium, Kolonien. Ihr seht schon, ich habe alles, was es gibt. Ich habe, glaube ich, nicht alle Promokarten, aber die auf Deutsch zu bekommen ist auch schwer, weil der Schwerkraftverlag da etwas eigene Politik hat, was das angeht. Aber das brauchen wir jetzt hier, glaube ich, nicht weiter ausführen. Dann haben wir hier ein kleines Board für die Kolonienerweiterung. Komme ich später darauf zu sprechen, wenn wir das alles hier ein bisschen aufbauen. Der nächste halt Venus, das ist die Venus, die wir terraformen können. Kommt aus der Venus-Erweiterung selbstverständlich, sage ich auch später was zu. Dann haben wir hier die Kolonieplättchen, die habe ich hier in der Tüte drin, weil das, wie gesagt, nicht mehr passt. Genauso wie die Preludium-Karten. So, dann haben wir hier das Spielbrett einmal von Hellas und Elysium, beidseitig bedruckt. Nochmal zwei unterschiedliche Karten, auf denen man spielen kann. Dann haben wir hier die normale Standardkarte. Das ist ganz schön, die drei immer ein bisschen durchzutauschen. Da hat man schön Abwechslung. Ja. Dann fangen wir einfach mal an. Wir haben hier fünfmal die Playerboards, die Spielerboards, wie auch immer. Normalerweise in dem Spiel sind das ganz, 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 ganz dünne, fast ein bisschen dicker als ein Blatt Papier, Bögen, auf denen man dann seine Ressourcen sammelt. Und man hat halt eine Leiste, auf der man angibt, wie viele Ressourcen man produziert pro Runde. Das Problem ist, wenn man die auf diesem etwas dickeren Papierbogen hat, dann verrutscht das ganz schnell, wenn man dagegen kommt, weil man auch die Ressourcen auf das Feld der Ressource selbst legt. Und wenn man hier diesen Einsatz hat, kann ich das hier hin und her rütteln, wie ich will. Natürlich nicht zu doll, aber die Sachen bleiben da, wo sie hingehören, auch wenn man mal gegen den Tisch kommt. Das ist auch fast schon das Wichtigste, finde ich, an diesem Einsatz, dass man diese Boards hat. Es ist alles, ja, ein bisschen mehr an Ort und Stelle. So, davon gibt es natürlich fünf Stück für jede Spielerfarbe. Eins, zack, ich nehme die alle fix raus, damit wir hier besser durch den Rest des Kartons kommen. So. Also, wie ihr sehen könnt, jetzt schon mal der Karton zur Hälfte wieder leer. Dann als nächstes hoppala, haben wir hier noch zwei Plättchen, die für die nächste halt Venus-Erweiterung sind. Komme ich auch gleich zu. Hier haben wir die ganzen Konzerne, die Konzernkarten. Und hier haben wir alle Projektkarten, die es gibt in diesem Spiel. Von allen Erweiterungen, vom Grundspiel und so weiter. Und das Schöne ist, dass man den aufrecht hinstellen kann auf dem Tisch. Wir machen das immer so, am Ende einer Partie mischen wir immer alle Konzernkarten, die im Spiel benutzt wurden und die, die hier noch drin sind, das sind meist nicht mehr so viele, mischen die einmal neu und packen die schon hier wieder rein, sodass wir, wenn wir das nächste Mal spielen, einfach nur die Karten wieder verteilen müssen. Das spart unglaublich viel Zeit. Und es ist auch schöner, einfach diesen großen Aufsteller hier zu haben. Hier an der Seite ist sogar noch eine Rakete drauf. Das ist doch schön. Also der ist auch wirklich sein Geld wert. Ist natürlich alles ein Einsatz, deswegen ja,
Hier gibt es ein paar Sonderplättchen, die haben ja auch noch so einen extra Einsatz, dass sie ein bisschen sortiert sind. Da kann man den auch einfach aufrecht an seinen Tisch stellen und kann dann immer gucken, wenn man eins davon braucht, wo ist es. Man braucht nicht mehr einen Stapel machen und gucken, wo ist jetzt das... Entschuldigung, brauche nicht mehr gucken, wo das ist, was ich jetzt brauche und muss nicht immer suchen, sondern man hat die alle im Überblick. Ah, das tut mir leid. So, dann haben wir hier zwei Trays, zwei Behälter, in denen wir die Ressourcen einmal drin haben. Die habe ich auch perfekt abgezählt. Das sind wirklich gleich viele in jedem davon. Kann man auf jede Seite des Tisches einstellen, sodass jeder immer an die Ressourcen rankommt oder die Ressourcenmarker, die die Ressourcen darstellen. Und hier haben wir noch die Plättchen, die Stadtplättchen, beziehungsweise auf der anderen Seite Grünflächenplättchen. Davon sind auch in jedem Tray gleich viele drin. Das ist auch ganz schön, da braucht man nicht immer sagen, hier, gib mir doch mal die und die, gib mir mal die und die, sondern man hat alles beisammen. Hier haben wir die Ozeanplättchen drin. Hier haben wir nochmal so extra Spielermarker. Das ist einmal der Generationsmarker. Hoppala, ich zeig euch das mal. So, der Generationsmarker. Dann der Sauerstoffmarker und der Temperaturmarker. Es gibt auch noch einen Marker für die Venus. Leider gab es den nur einzeln zu kaufen auf das Spiel. Der hätte 1 Euro gekostet, aber als ich da war, waren schon alle ausverkauft. Hier hat man jetzt noch ein paar zusätzliche Marker und ein paar zusätzliche Raumschiffe für die Kolonienerweiterung. Und die alten Marker, die die globalen Parameter angegeben haben, das sind die Marker, die jetzt ersetzt wurden durch diese farbigen. Und der neue Startspielermarker, so eine kleine süße Rakete, finde ich auch ganz cool. Anders als der olde Mars hier. Gut, also das war alles, was sich hier in der Box befindet. Und jetzt baue ich einfach mal ganz fix was auf. Ich nehme das normale Spielbrett, damit ihr einmal kurz einen Überblick habt, wie das Spiel aufgebaut aussieht. So, das ist das Spielbrett. Man legt am Anfang des Spiels. Ich baue jetzt nicht alles auf im Detail. Ich will euch nur einen groben Überblick verschaffen, was man machen kann in seinem Zug. So, das Spiel endet in dem Zeitpunkt, beziehungsweise in der Runde. Die Runde wird noch zu Ende gespielt und nach der Runde wird geguckt, wer die meisten Punkte hat, in der der Sauerstoffwert bei 14% ist, in dem die Temperatur auf 8 Grad gestiegen ist und es keine Ozeanplättchen mehr im Spiel gibt. Gut, was bedeutet das? Wir terraformen den Mars mit den anderen Spielern zusammen, aber das ist kein kooperatives Spiel, denn jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines Konzerns. Da bekommt jeder Spieler am Anfang des Spiels 2 dieser Konzernkarten und sucht sich zusammen mit seinen Startkarten davon einen aus. Genau, da gibt es wirklich, die haben unterschiedlichste Fähigkeiten, unterschiedlichste Strategien. Manche Karten sind besser für den einen Konzern, manche schlechter. Also da hat man wirklich, wirklich, wirklich viel Auswahl. Man kann sich die wahrscheinlich auch aussuchen, wenn man irgendwie mal spielt. Ja, genau. Davon wählt man sich einen aus mit seinen Startkarten sozusagen zusammen und terraformt dann den Mars. Wie funktioniert das? Jeder Spieler startet am Anfang des Spiels erstmal nur mit Geld. Beziehungsweise wenn man das Startspiel spielt, dann hat man, glaube ich, eine Ressourcenproduktion von 1 in jedem seiner Bereiche hier. Es gibt 6 verschiedene Ressourcen. Einmal Mega-Credits, das ist das Geld. Dann Stahl, das ist besonders wichtig, um Gebäude zu bauen. Titan ist wichtig, um Weltraumkarten ausspielen zu können. Oh, jetzt mal kurz gucken. Pflanzen, mit Pflanzen können wir Grünflächenplättchen bauen. Energie ist wichtig, um vor allem neue Städte zu errichten. Und hier, Wärme. Wärme ist wichtig, um die Temperatur zu erhöhen. So, das sind so 6 Ressourcen, die wir haben, oder die es gibt im Spiel und die man benötigt. Die wichtigste sind aber Mega-Credits. So, und wir sehen schon, wenn wir uns eine Karte angucken, wir haben hier oben links einmal die Kosten der Karte, da haben wir eine Voraussetzung, die ist rechts daneben, und ein Ressourcensymbol. Es gibt 3 verschiedene Arten von Karten. Und wie ihr schon sehen könnt, haben wir auch unterschiedliche farbige Umrandungen. Es gibt einmal grüne Karten, die spiele ich aus, führe ihren Effekt durch, der hier unten steht, und lege sie vor mir ab.
Das mache ich normalerweise in einem Stapel. Das kann man hier jetzt ein bisschen sehen. Und die brauche ich nur so hinlegen, dass man danach immer nur ihre Symbole sieht. So zum Beispiel. So dass ich nur hier oben die Symbole sehe. Weil nachdem ich sie ausgespielt habe, ist der Effekt der Karte für mich vollkommen irrelevant geworden. Nur noch die Symbole sind für mich wichtig. Dann gibt es blaue Karten. Blaue Karten haben einen dauerhaften Effekt oder sind eine zusätzliche Aktionsmöglichkeit, die ich habe in meinem Zug. Wenn ich dran bin in meinem Zug, kann ich bis zu zwei Aktionen durchführen. Ich kann aber auch nur eine durchführen oder passen. Wenn ich passe, bin ich für den Rest der gesamten Runde oder Generation, wie es heißt in dem Spiel, nicht mehr dran. Bei einer blauen Karte habe ich die Möglichkeit, wenn da ein Pfeil ist, einen meiner Marker draufzulegen und dann eine der Aktionen durchzuführen, die darauf abgebildet ist. Und am Ende einer Runde nehme ich die Marker wieder runter, weil ich jede Karte nur einmal benutzen darf. So, wenn ich eine Karte ausspielen möchte, zahle ich ihre Kosten und lege sie vor mir ab. Bei den blauen Karten lege ich die immer so hin, dass quasi ihr Effekt zu sehen ist. So brauche ich nicht immer jede einzelne Karte vor mir ausliegen haben. Also, blaue Karten geben uns zusätzliche Aktionen oder Boni. Es gibt zum Beispiel auch Karten, die mir einfach einen Bonus geben hier. Die Karte hier zum Beispiel sagt, dass mich jede andere Karte, die ich hiernach ausspiele, für den Rest des Spiels, mich ein Mega-Credit weniger kostet. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und ich darf sogar noch eine Stadt platzieren. Was das bedeutet, kommen wir gleich zu. Also, blaue Karten geben uns zusätzliche Aktionsmöglichkeiten oder helfen uns. Und dann, ich nehme mal eine einfachere rote Karte. Rote Karten sind Ereigniskarten, die wir, nachdem wir sie gespielt haben, verdeckt vor uns ablegen. So. Die führen wir also einmal durch und dann sind sie aus dem Spiel raus. Erstmal. Das heißt, ihre Symbole zählen auch erstmal nicht. Blaue und grüne Karten haben Symbole, die zählen. Gut, und so führen wir den Großteil unserer Züge durch, um neue Karten auszuspielen. Diese Karten können unsere Produktion mitunter erhöhen. Sie erlauben uns, Plättchen auf dem Feld zu platzieren oder die Temperatur zu erhöhen, den Sauerstoffgehalt zu erhöhen und Ozeanplättchen zu platzieren. Genau, das sind so hauptsächlich die Sachen, die Karten machen können. Ich lege das mal ein bisschen so, sieht man es ein bisschen besser. Ha! Hier oben war übrigens die Sauerstoffleiste, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und hier oben der Platz für Ozeanplättchen. So, es gibt bestimmte Felder auf der Karte, die reserviert sind. Auf denen kann man nur was bauen, wenn eine Karte das angibt. Was man in seinem Zug noch machen kann, ist, dass man ein Standardprojekt finanzieren kann. Das sind hier diese Aktionsmöglichkeiten, die man quasi immer machen kann. Das ist Energie erhöhen, die Temperatur erhöhen, ein Ozeanplättchen platzieren, ein Grünflächenplättchen platzieren oder eine Stadt platzieren. Zu den Platzierungen kommen wir gleich, wie das funktioniert. Das ist dann einfacher, wenn ich gleich einfach ein paar Plättchen nehme und die platziere und euch sage, was passieren würde. Dann kann man auch als eine seiner Aktionen einen Meilenstein finanzieren. Das kostet einen immer 8 Mega-Credits und es können in jedem Spiel bis zu 3 Meilensteine finanziert werden. Meilensteine haben immer eine bestimmte Voraussetzung, die man erfüllen muss. Und wenn man dann einen Meilenstein finanziert, legt man einen seiner Marker drauf und am Ende des Spiels bekommt man für jeden Meilenstein, den man finanziert hat, 5 Punkte. Ganz simpel. Anders hingegen funktionieren die Auszeichnungen hier auf der rechten Seite. Auch davon können im Verlauf einer Partie 3 Stück finanziert werden. Allerdings kostet die erste Auszeichnung, die finanziert wird, 8 Mega-Credits, die zweite 14 Mega-Credits und die dritte 20 Mega-Credits. Wenn ich eine Auszeichnung finanziere, suche ich sie mir aus und lege auch dort meinen Marker drauf, um anzuzeigen, diese wurde finanziert. Am Ende des Spiels bekommt jedoch nicht der Spieler, der es finanziert hat, Punkte, sondern je nachdem, wie man platziert ist innerhalb dieser Auszeichnung. Zum Beispiel gibt es den Grundbesitzer. Da wird geguckt, wer welche Plättchen auf dem Feld kontrolliert. Wenn man ein Plättchen kontrolliert, außer einem Ozeanplättchen, ist es immer so, dass man ein Feld hat in der Mitte des Plättchens, auf dem man seinen Marker platzieren kann. So dass man immer sieht, okay, dieses Plättchen habe ich gelegt, das ist mein Plättchen. Gut, so viel dazu. Beim Grundbesitzer ist es dann zum Beispiel so, dass geguckt wird am Ende des Spiels, wer hat die meisten Plättchen platziert.
Der Spieler, der die meisten platziert hat, bekommt 5 Punkte und der Spieler, der die zweitmeisten finanziert hat, bekommt 2 Punkte. So. Dafür gibt es auch noch zusätzlich Punkte am Ende des Spiels. Im Verlauf einer Partie ist es so, dass man mit einem Terraform-Wert von 20 startet. Das ist hier die auch die Siegpunktleiste. Und im Verlauf des Spiels, immer wenn ich einen der globalen Parameter erhöhe, also den Sauerstoffgehalt, die Temperatur oder ein Ozeanplättchen platziere, erhöht sich mein Terraform-Wert um 1. Es gibt auch noch andere Karten, die den Terraform-Wert erhöhen können. Aber das sind so die hauptsächlichen Sachen, die den Terraform-Wert erhöhen. Denn in der Produktionsphase, nachdem alle Spieler gepasst haben, ist es so, dass geguckt wird, von welchem Rohstoff produzieren wir wie viel. Und bei den Mega-Credits ist es so, dass wir unseren Terraform-Wert nehmen plus oder minus unsere Mega-Credits-Produktion. Das heißt, dadurch, dass wir schon mit 20 starten, bekommen wir in der ersten Runde sehr vermutlich 20 Mega-Credits nach der ersten Runde oder mehr. Und dadurch ist es halt auch wichtig, mehr die globalen Parameter zu erhöhen, weil sich dadurch auch unser Einkommen verändert. Und es ist gleichzeitig auch unsere Grundlage der Siegpunkte. Denn am Ende des Spiels wird geguckt, wer hat den höchsten Terraform-Wert, wer bekommt Punkte durch Meilensteine und Auszeichnungen. Dann gibt es noch Punkte für Projektkarten, die man hat. Denn viele Karten haben hier unten zum Beispiel so ein Planetensymbol, ein Mars. Und in diesem Mars stehen Siegpunkte drin. Das ist in diesem Fall minus 1. Oder hier 2 Siegpunkte. Da geht man all seine Karten durch und guckt, wie viele Punkte man bekommt. Es gibt auch speziellere Karten, wie zum Beispiel diese blaue Karte hier. Die sagt als Effekt, immer wenn ich ein Grünflächenplättchen oder wenn ein wenn ich ein Grünflächenplättchen platziere, lege ich auf diese Karte ein Tier. Alle Ressourcen im Spiel werden mit diesen Markern hier dargestellt. Die bronzefarbenen sind 1er Marker, die silberfarbenen 5er und die goldenen 10er. Das heißt, nachdem ich diese Karte ausgespielt habe und dann ein Grünflächenplättchen platziere, kann ich hier ein Tier drauflegen und am Ende des Spiels bekomme ich dann einen Siegpunkt für jeweils 2 Tiere auf dieser Karte. So geht man dann am Ende der Partie all seine Karten durch, die Auszeichnungen, die Meilensteine und vor allem auch die Städte und Grünflächenplättchen am Ende der Partie auf einer auf der Landkarte. Immer wenn ein Plättchen platziert ist, bekomme ich die Ressource, die auf dem Feld abgebildet ist. Das ist für euch jetzt wahrscheinlich nicht so super zu sehen, aber der Einfachheit halber, weil man es so am besten alles erkennen kann, lassen wir es einfach so. Man kann zum Beispiel Karten ziehen, man bekommt Titan oder Stahl. Titan und Stahl sind zum Beispiel dafür gut, wenn ich ein Gebäude baue. Gebäudekarten haben ein bestimmtes Symbol. Das ist das braune hier rechts oben in der Ecke. Immer wenn ich dieses Symbol habe auf einer Karte, kann ich Stahl abgeben, das die Karte quasi um 2 Mega-Credits günstiger macht, weil ich quasi den Stahl benutze, um die Karte zu finanzieren. Oder die Weltraumkarten, da kann ich Titan ausgeben. Allerdings ist Titan 3 Mega-Credits wert. Das darf ich aber nur für diese Karten benutzen. So, am Ende einer Partie ist es so, dass geguckt wird, was für Plättchen zum Beispiel ausliegen. Ich gehe jetzt nicht auf die Platzierungsregeln der Plättchen ein, sondern will euch nur kurz zeigen anhand eines Beispiels, wie es Punkte gibt am Ende einer Partie. An sich ist jedes Grünflächenplättchen am Ende einer Partie ein Siegpunkt wert. Das ist schon mal recht simpel. Jede Stadt hingegen ist ein Siegpunkt wert für jedes Grünflächenplättchen, an das sie angrenzt. Da ist es aber egal, ob es meine Grünflächenplättchen sind. Das heißt, auch andere Spieler können um meine Stadt Grünflächenplättchen drumherum haben. Nehmen wir mal an, hier ist noch eins. Einfach aus dem Grund, dass vielleicht, nehmen wir an, das hier ist der gelbe Spieler. Ich habe jetzt nur die grünen Würfel zur Hand. Nehmen wir an, das Grünflächenplättchen gehört dem gelben Spieler, aber der gelbe Spieler hat hier selber halt auch noch eine Stadt. Das bringt ihm dann so viel, dass er einen Punkt durch dieses Plättchen bekommt und einen Punkt durch die Stadt, weil die Stadt an ein Grünflächenplättchen angrenzt. Ich habe da allerdings mehr von, weil mein Grünflächenplättchen bringt mir einen Punkt, aber meine Stadt bringt mir 2 Punkte, weil sie an 2 Grünflächenplättchen angrenzt. Das ist jetzt natürlich ein doofes Beispiel, das würde der gelbe Spieler natürlich nie machen, weil das natürlich ein sehr schlechter Move wäre. So, aber nur damit ihr versteht, wofür es noch am Ende des Spiels Punkte gibt. Und so terraformt man halt den Mars,
zu den Grünflächenplättchen ist vielleicht noch wichtig zu sagen, immer wenn man so eins platziert, erhöht sich der Sauerstoffgehalt, weil die Bäume, die man gepflanzt hat, natürlich Sauerstoff produzieren. Ja, gut. So viel erstmal zu den Grundregeln. Ich habe es probiert, ein bisschen kürzer zu halten. Wir gehen jetzt noch die einzelnen Erweiterungen ganz fix durch. Die allererste Erweiterung, die ist sehr, sehr simpel und leicht erklärt. Das ist die Hellas und Elysium Erweiterung. Die besteht einfach nur aus nichts anderem, außer einem doppelseitigen Spielplan. Da gibt es dann andere Meilensteine, andere Auszeichnungen. Die Platzierungsboni sind anders. Also die Boni, die man bekommt, wenn man ein Plättchen dort ablegt. Genauso wie auf der Seite hier. Also, nochmal zwei andere Karten, die einfach nochmal ein anderes Spielgefühl geben. Andere Auszeichnungen, andere Meilensteine. Ein bisschen abwechslungsreicher sind. Die zweite Erweiterung, die man hat, ist nächster Halt Venus. Dort ist es so, dass man am Anfang des Spiels auch einen Marker hier drauf legt, auf den Venuswert, und wir gleichzeitig noch die Venus terraformen. Wir haben ein neues Standardprojekt, womit wir den Venuswert erhöhen können. Und auch bei der Venus ist es so, dass wir immer einen Terraformwert bekommen, wenn wir den Venuswert erhöht haben. Dadurch haben wir nochmal mehr Möglichkeiten, unseren Terraformwert zu erhöhen. Allerdings ist der Venuswert nicht relevant für das Spielende. Das heißt, das Spielende wird immer noch ausgelöst, wenn... Das Spielende wird immer noch ausgelöst, wenn die anderen drei globalen Parameter erfüllt sind. Allerdings kommt mit der Venus-Erweiterung hinzu, dass am Ende jeder Runde der Startspielermarker wird immer reihum weitergegeben, der Startspieler entscheiden darf, einen globalen Parameter oder den Venuswert, den er um einen Schritt erhöht. Dadurch hat man die Möglichkeit, das Spiel schneller voranzutreiben, weil durch die Erweiterung selbst das Spiel ein bisschen verlängert wird, weil man dadurch, dass man den Venus erhöhen kann, mehr strategische Möglichkeiten hat. Man kann aber auch, wenn man Karten hat, die Voraussetzungen haben, auf diese Voraussetzungen hinarbeiten, indem man einen deren Werte erhöht. So, das ist die Venus-Erweiterung an sich. Da kamen auch nochmal neue Projektkarten hinzu und neue Konzerne. Ähnlich war es bei der Präludium-Erweiterung. Die Präludium-Erweiterung hat auch neue Karten und neue Konzerne und vor allem auch die sogenannten Präludium-Karten. Am Anfang des Spiels mit seinen Startkarten kriegt man nämlich noch vier Präludium-Karten, von denen man sich vier Stück auswählt und von denen man aus vier Stück zwei Stück auswählt und die dann behält. Das sind so Kickstart-Boni quasi, weil am Anfang des Spiels war es ja immer so, dass man ja mit nichts gestartet hat. Und so haben wir nochmal ein bisschen thematischeren Einstieg in das Spiel und kann vor allem auch seinem Konzern schon Boni geben, die damit einhergehen und zusammenarbeiten. Zum Beispiel hier, diese Präludium-Karte. Gibt es am Anfang des Spiels 6 Titan, was schon mal super cool ist. Und wir decken so lange Karten auf, bis wir zwei Karten aufgedeckt haben, die ein Weltraumsymbol haben und dürfen diese Karten behalten, auf unsere Starthand nehmen. Und da gibt es dann auch, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube auch um die 40 Präludium-Karten, aus denen man immer vier Stück bekommt und zwei Stück auswählt für das Spiel. Und die haben dann nochmal ein spezielleres Spielgefühl geben. Und die vierte bis jetzt erschienene Erweiterung ist die Kolonienerweiterung. Da haben wir hier dieses Tableau und auf dieses Tableau kommen am Anfang des Spiels für jeden Spieler eine Handelsflotte. So, und zusätzlich werden am Anfang des Spiels Kolonien aufgedeckt. Das ist immer Spieleranzahl plus 2 müsste es sein. Das heißt, in einem 3-Spieler-Spiel zum Beispiel sind es 5 Kolonien, die ausliegen. Und auf jeder dieser Kolonien liegt ein Koloniemarker. Das zeige ich euch ganz fix. Ich muss mal kurz die Marke hier rausholen. Die liegen dann quasi hier. Ich will euch das nur vereinfacht zeigen. Ich weiß, dass ich jetzt gerade einen Fehler mache, aber nur damit ihr seht, wofür das relevant ist. Und es gibt ein neues Standardprojekt. Und zwar, das ist, dass man an seinem Zug für 17 Megacredits eine Kolonie errichten kann. Wenn ich eine Kolonie errichte, und es gibt noch ein neues Standardprojekt, nämlich das Handeln. Da kann ich Ressourcen bezahlen, um meine Handelsflotte zu einer dieser Kolonien zu schicken. So, wenn ich eine Kolonie errichte, nehme ich einen meiner farbigen Marker und platziere ihn auf das am weitesten links liegende Feld einer Kolonie. Beispielsweise hier. Erstmal
darf ich nur eine Kolonie auf jedem Planeten haben. Oder ja, auf jeder Kolonie haben. Haha. Dadurch bekomme ich erstmal einen Platzierungsbonus. Und zwar ist das immer die Ressource, die direkt auf dem Feld angegeben ist. Wenn ein anderer Spieler jetzt auf zum Beispiel Ganymed eine Kolonie errichten möchte, nimmt er den weißen Marker, setzt ihn ein weiter nach rechts und legt da seine Kolonie hin. Wenn jetzt ein Spieler handelt mit einer Kolonie, zum Beispiel meine Flotte nach Ganymed fährt und ich die Kosten zum Handeln bezahlt habe, bekomme ich erstmal, weil ich eine Kolonie auf diesem Planeten habe, den Koloniebonus, der hier angegeben ist. Und zusätzlich bekomme ich dann noch das Handelseinkommen, das dort abgebildet ist. Ich zeige euch das mal, indem ich das ein bisschen mehr in die Kamera halte. Oh. Und die Hälfte ist runtergefallen. Sehr schön. Abballer, perfekt. So, also, man hat hier seine Kolonie und hier ist der Koloniemarker. Perfekt. Also, wie ihr sehen könnt, der Koloniebonus wäre eine Pflanze, die ich bekomme. Und der Handelsbonus, der hängt immer davon ab, wo der weiße Marker gerade liegt. In diesem Fall wäre das eine Pflanze. Sollte in dem Zug ein anderer Spieler noch seine Kolonie errichtet haben, liegt er hier. Das heißt, ich würde zwei Pflanzen bekommen als Handelsbonus. Insgesamt also drei. Einmal durch den Koloniebonus und zwei durch den Handelsbonus. Danach wird der Marker wieder so weit nach links geschoben, wie es geht. Sollte hier halt eine Kolonie eines Gegenspielers sein, kann ich den Marker nicht weiter nach links schieben. Das heißt, er bleibt dort liegen. Allerdings kann jetzt auch kein anderer Spieler mehr mit dieser Kolonie handeln, weil immer nur ein Spieler mit jeder Kolonie handeln kann. Und am Ende einer Runde wird jeder weiße Marker ein Feld weiter nach rechts geschoben, sodass es im Verlauf einer Partie immer lukrativer wird, mit einer Kolonie Handel zu treiben. So, dadurch hat man natürlich auch wieder mehr Möglichkeiten, an spezielle Ressourcen zu kommen, die man braucht im Verlauf einer Partie. Und auch wieder speziell in eine bestimmte Richtung zu gehen. Gut, ja, was man noch sagen muss, genau, wie komme ich an Karten im Verlauf der Partie? Am Anfang einer Partie ist es so, dass jeder Spieler mit seinen Konzernen und wenn man mit der Präludium-Erweiterung spielt, mit den Präludienkarten, 10 zufällige Karten bekommt. Von diesen 10 Karten kann er sich eine beliebige Anzahl kaufen, die jeweils 3 Mega-Credits kostet. Wie viele Mega-Credits man am Anfang des Spiels hat, legt der Konzern fest, den man bestimmt. Nehmen wir hier zum Beispiel die United Nations Mars Initiative, wären das 40 Megacredits. Von diesen 40 Megacredits kann ich meinetwegen auch 30 ausgeben, um alle 10 Karten zu kaufen. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn am Anfang, weil ich nicht mit jeder Karte was anfangen kann. Aber ja, kann man natürlich machen. Und ansonsten, am Anfang jeder Runde bekommt jeder Spieler 4 Karten und kann davon auch eine beliebige Anzahl kaufen, wobei jede Karte 3 Mega-Credits kostet. Ansonsten kann man die Regeln noch erweitern, das machen wir zum Beispiel in unserer Runde, dass man die 4 Karten, die man bekommt, auch noch draftet. Das heißt, jeder Spieler bekommt 4 Karten, sucht sich dann eine von den Karten aus und gibt den Rest weiter. Nimmt dann die Karten vom anderen Spieler, sucht sich wieder aus den 3 Karten eine aus, sodass man auch ein bisschen gezielter gucken kann, welche Karten einem was bringen. Und von den 4 Karten, die man dann am Ende gedraftet hat, wählt man dann wieder die aus, die man kaufen möchte und zahlt für jede 3 Mega-Credits. So, ich hoffe, das hat euch mal einen ganz guten Einblick gegeben, hat euch gezeigt, wie das Broken Token Sortiersystem funktioniert, wie das aussieht, was man davon gebrauchen kann und hat euch vielleicht auch gezeigt, welche Erweiterungen für euch interessant sein könnten. Und dann sehen wir uns gleich beim Fazit. So, das war's dann auch. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich sag schon wieder so oft. Na gut. Und schon wieder. Gut. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen besseren Eindruck davon bekommen, was alles so in der Box steckt. Welche Erweiterungen wofür gut sind, dass ihr da vielleicht auch ein bisschen besseren Einblick habt, welche ihr euch als nächstes zulegen würdet oder wollt, dass ihr besser sehen könnt, was welche Erweiterung verändert, was welche macht. Genau, mein kurzes Fazit zu dem Spiel. Der Wiederspielwert. Da hat es auf jeden Fall auch 10 von 10 Punkten, so wie Clans of Caledonia, verdient. Einfach durch die schiere Anzahl an unterschiedlichen Karten, die wir in diesem Spiel haben. Und jede Karte ist einzigartig. Das sind über 350 Karten mittlerweile. Das ist wirklich, ja, dadurch fühlt sich kein Spiel wie das letzte an. Zusätzlich die Konzerne, die man spielen kann, die sind auch immer
man hat eigentlich nie denselben Konzern mehrmals. Klar hat man vielleicht mal einen zur Auswahl, den man nicht so gut findet und einen, den man schon gespielt hat, aber ich persönlich nehme dann meist den, den ich noch nicht gespielt habe, auch wenn ich den anderen nicht so toll finde. Ja, also Wiederspielwert ist auf jeden Fall ja, deutlich höher. Und vor allem mit der Hellas und Elysium Erweiterung, wenn man das zusätzliche Spielbrett hat, ist der Wiederspielwert nochmal höher. Mit der Kolonienerweiterung, man hat immer unterschiedliche Kolonien zur Auswahl, Wiederspielwert auch wieder höher. Bei Präludium, man hat immer andere Präludien zur Auswahl. Ja, also Wiederspielwert ist wirklich hoch. Mechanisch. Mechanisch finde ich das Spiel gar nicht so schlecht. Ich tendiere irgendwas zwischen 8 und 9 Punkten, 10 sind es auf jeden Fall nicht. Der Grund dafür ist, dass mir das Spiel an manchen Stellen einfach zu zufällig ist, zu random. Das liegt daran, in der Phase, wo man seine Handkarten bekommt und sich entscheiden kann, welche Handkarten kaufe ich jetzt, ist mir persönlich, obwohl man draften kann und wir das auch machen, ist mir das immer noch zu zufällig. Das Problem ist, dass manche Spieler in manchen Situationen einfach die Karten bekommen, die sie gerade brauchen, und manche Spieler halt nur Müll bekommen. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt, das noch zu beeinflussen. Deswegen, das ist so die einzige kleine Schwachstelle, die ich mechanisch in dem Spiel habe, dass manchmal durch reines Glück ein Spiel entschieden werden kann. Und das finde ich sehr schade. Gut, habe ich mich aber mittlerweile mit abgefunden, ist halt so. Deswegen ist es aber auch nicht mein allerliebstes Lieblingsspiel. Naja. Gut, und das dritte ist das Spielmaterial. Auch da tendiere ich eher zu 7 oder 6 Punkten, vielleicht sogar nur. Kommen wir zuerst zum grafischen Teil. Das sind oft Bilder, die Fotografien sind. Manche Sachen sind illustriert. Das ist so ein ganz komischer Mix. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass das Ganze vielleicht ein bisschen, eine bisschen klare Linie hat. Dass entweder nur das eine gemacht wird oder nur das andere. Oder dass man vielleicht nur so wissenschaftliche Zeichnungen nimmt oder Bilder. Ja, das ist mir ein bisschen zu gemischt. Ich weiß nicht, wie ihr das da seht. Dann das Spielmaterial an sich, das ist kein großes Geheimnis, dass das leider nicht so toll ist, sondern eher billig produziert ist, was trotzdem keinen Ausschlag auf den Preis hat, leider. Das ist ein sehr teures Spiel für das Material, finde ich, was man hat. Die farbigen Würfel, die jeder Spieler hat, die sind vollkommen in Ordnung. Allerdings die Tableaus, die man normalerweise hat, ihr habt ja jetzt gesehen, ich habe besondere Tableaus einfach, ja, weil alles verrutscht auf den normalen Tableaus. Das ist absoluter Quatsch, die zu benutzen. Da kann man sich was anderes überlegen. Dann die Metallwürfel, also die Metallen aussehen, sind leider auch nicht so gut verarbeitet. Die haben an jeder Ecke immer noch so eine Bruchstelle. Das ist alles nicht so schön, leider. Und deswegen insgesamt, trotzdem durch Wiederspielwert und Mechaniken, ist es immer noch eine 9 von 10 für mich, definitiv. Aber das Spielmaterial hier, deutliche Abzüge und wie gesagt, auch mechanisch habe ich ja schon gesagt, was mich stört, gibt auch nochmal einen kleinen Abzug. Deswegen, ja. Nichtsdestotrotz, eins der Spiele, das ich mit am häufigsten gespielt habe, das ich auch häufiger gespielt habe als mein Lieblingsspiel. Und das auf jeden Fall seinen Platz in meiner Sammlung verdient hat. Und bei dem ich auch die meisten Leute sagen, das muss ich mir eigentlich irgendwann auch nochmal holen, auch wenn du das hast. Ja, es ist einfach ein großartiges Spiel. Es könnte halt aber besser sein. Noch ein bisschen besser. So. Genau. Das war's dann auch zu diesem Video. Lasst mich doch wieder wissen oder uns wieder wissen. Wozu würdet ihr gerne noch ein Video sehen zu Was ist in der Box? Welches Spiel? Wie hat euch dieses Video gefallen? Was kann man besser machen? Ja. Lasst uns das doch einfach wissen. Was gefällt euch an Terraforming Mars? Lasst uns das auch wissen. Was gefällt euch nicht? Stimmt ihr mit mir überein? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!